Wir freuen uns und begrüßen Sie ganz herzlich, Frau Katharina Mehrlein und die Bambus-Strategie. Herzlich willkommen. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Also ich habe ja gehört, Assistentinnen singen den ganzen Tag I'm feeling good, weil die überhaupt gar keinen Stress haben. Stimmt das? Das wäre schön. Ja. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Und ich würde gerne mit Ihnen heute mal anschauen, was es da alles an Möglichkeiten gibt, die Ihnen weiterhelfen können. Ich bin gerade etwas, da ist ja mein Bild. Die Bambus-Strategie, den täglichen Druck mit Resilienz meistern. Ich war vor kurzem, ein paar Wochen her, war ich auf einem riesigen Resilienzkongress mit 1200 Leuten. Und da wollte man mal wissen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, was gibt denen eigentlich Kraft? Und die haben dann so kleine Zettelchen an eine Pinnwand gehängt, so gerade mal so im Vorübergehen. Und besonders spannend fand ich beispielsweise hier guter Sex. Ja? Ja, dachte ich, interessant. Und auch interessant, Müsli-Riegel und T-Bone-Steak. Also mag sein, dass das in Ihrem Arbeitsalltag Sie immer wieder mal rettet. Aber ich nehme mal an, dass es bei Ihnen im Unternehmen nicht unbedingt erlaubt ist, dass Sie in der Pause mal schnell zur Toilette huschen, um sich wieder aufzufrischen. Und deswegen schauen wir uns mal an, was es da sonst noch gibt. Und da kommt dieses Stichwort ins Spiel. Kurze Frage, wer von Ihnen hat sich mit dem Begriff Resilienz schon mal beschäftigt? Beziehungsweise hat überhaupt schon mal davon gehört, erstmal? Ja, doch schon einige. Aber ich mache die Erfahrung in all der Zeit, in denen ich in Unternehmen davon spreche, dass in 90% der Fälle die Menschen das nicht wissen. Und das finde ich sehr interessant. Denn eigentlich gibt es diesen Begriff schon seit den 50er Jahren. Da hat nämlich die Psychologie das übertragen auf den Menschen. Ursprünglich kommt das nämlich aus der Materialkunde und beschreibt die Fähigkeit eines Materials, nach hohem Druck wieder in die Ausgangssituation zurückzukommen. Pfiffiger Gedanke, das auf den Menschen zu übertragen. Ja? Wir nehmen das mal bildlich klar machen, was das eigentlich meint. Wer kennt IKEA? Oder anders gefragt, wer kennt IKEA nicht? Ja, okay. Und bei IKEA, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber früher standen da solche großen Kästen, Glaskästen und da drin ein Sessel. Und dieser Sessel hat den ganzen Tag mit so Metallstempeln immer eins draufgekriegt. Und damit wurde die Resilienz des Materials, des Sessels, unter Beweis gestellt. Weil stellen Sie sich vor, wie fatal das wäre, Sie kaufen sich einen wunderschönen, nagelneuen Sessel, nehmen darauf einmal Platz und der würde jetzt nicht zurück in seine Ausgangssituation kommen. Wäre ein unbequemer Sessel. Und noch schlimmer, stellen Sie sich vor, Sie haben, wer von Ihnen hat mehrere Chefs sogar? Also ich persönlich stelle mir das immer besonders stressig vor. Stellen Sie sich vor, jetzt haben also beide Ihnen gesagt, das hat Prio Nummer 1 und Sie sind schon ganz verzweifelt und Sie sind jetzt wirklich mal so ein bisschen down und diese Delle, die das auslöst, die würde jetzt für immer bei Ihnen bleiben. Wäre nicht gut. Und das ist eigentlich genau das, was sich Resilienz anschaut. Oder anders gesagt, der Edgar hat ja so ein paar Geschichten erzählt, die eigentlich sehr gut illustriert haben, was Resilienz meint. Nämlich in so einem Fall wie von dem Mädchen, was dann später so eine berühmte Läuferin wurde, ja, da gibt es ja vergleichbare Fälle, da kommt jemand nie auf die Füße im wahrsten Sinne des Wortes und wieder ein anderer schafft es aber. Und wie die das schaffen, beziehungsweise warum die das schaffen, das ist genau das, was sich die Resilienzforschung angeschaut hat. Was macht den Unterschied, wenn bei vergleichbaren Bedingungen der eine oder die eine etwas schafft und ein anderer nicht?
Ja? Und man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, da kommt mein Bambu ins Spiel, hier als Stoffpflanze. Der Bambu ist für mich das Symbol für Resilienz, für innere Widerstandskraft. Und das ist sozusagen ein Wesen, das in ihnen wohnt. Bei manchen ist er kleiner, der Bambu, und bei anderen ist er größer. Und ist mein Wort für Resilienz, innere Widerstandskraft, innere Kraft. Ja? Und es ist wie eine Art von Schutzschild, was darüber entscheidet, ob sie all den Druck, den sie so täglich haben, ob sie dem widerstehen oder ob das bei ihnen Dellen hinterlässt. Und die Resilienzforschung hat sich da bestimmte Dinge angeschaut, die wiederum habe ich in meinem Buch dann mal verarbeitet, in Kombination mit dem, was ich selbst erlebt habe. Und da könnte man sich ja fragen, warum Bambus? Und die Gerda Bender hat ja schon mal kurz darauf hingewiesen, dass der Bambus ja durchaus eine faszinierende Pflanze ist. An der Stelle die Frage, wer von Ihnen hatte schon mal einen Bambus im Garten und hat versucht, ihn wieder loszuwerden? Ich hatte mal einen jungen Mann im Coaching, der hat gesagt, Frau Mehrlein, bitte erwähnen Sie bei mir das Wort Bambus nie wieder. Sag ich, was ist denn los, was ist denn passiert? Und dann sagt er, naja, ich habe im Schweiße meines Angesichts mit dem Spaten stundenlang versucht, dieses Ding auszugraben. Es ist mir nicht gelungen. Ich musste einen Bagger holen mit so einer Schaufel. Der Bambus war weg, aber mein Garten auch. Und was für den Garten nicht so schön ist, ist für uns sehr praktisch. Ein Bambus verwurzelt sich extrem tief und extrem weit verzweigt. Das gibt ihm so viel Halt, dass welche Stürme auch immer kommen, der bricht nicht, der fällt nicht um. Der wird nicht entwurzelt, starke Wurzeln. Es gibt Sorten, die schaffen es an einem einzigen Tag, einen ganzen Meter zu wachsen. Hier stand ja die Hürde mal mit dem Meter, ne, das ist ein Riesenstück. An einem Tag, einen ganzen Meter, fand ich auch faszinierend. Und dieser Stamm der Bambuspflanze, was auch immer passiert, ein hoher Druck von außen, so wie bei Ihnen, zum Beispiel eine Schneelast, der legt sich einfach ganz flach hin und bleibt genauso liegen, bis der Schnee schmilzt, dann steht er auf, als wenn nichts gewesen wäre und wächst gewaltig weiter. Die Blätter rascheln im Sturm, aber sie fallen nicht. Also ich dachte, das ist doch eine super, das ist genau das, wie wir alle sein wollen in den Stürmen des Lebens. Und die gute Nachricht ist, Sie sind schon resilient. Sie wissen es vielleicht noch nicht. Aber wenn Sie es nicht wären, dann würden Sie heute hier nicht sitzen, denn ich mache jede Wette, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch sonst haben Sie schon den einen oder anderen Sturm überstanden. Oder gibt es jemand, der sagt, nö, also bei mir war alles immer ein einziger Durchmarsch, überhaupt kein Problem, kenne ich gar nicht. Gibt es da jemand? Sehen Sie. Und die weitere gute Nachricht ist aber, Sie können diese Resilienz trainieren. Sie können Ihren Bambu stärken und groß werden lassen. Und je größer Ihr Bambu ist, je größer Ihre innere Widerstandskraft ist, umso besser kann er Ihnen den Rücken stärken. Und da gibt es 11 Faktoren, die ich Ihnen einfach nur mal so im Überblick zeige. Morgen werden wir das dann vertiefen im Workshop. Es gibt die 3 tiefen Wurzeln. Das ist die Akzeptanz. Immer so leicht davon gesprochen, aber gar nicht so leicht hinzubekommen, die Verbundenheit mit sich selbst, mit anderen und mit der ganzen Umgebung, genau das, was sehr schnell verloren geht, wenn man in Stress gerät. Ja, da werden die eigenen Bedürfnisse übergangen, da hat man keine Kraft und keine Lust mehr, sich jetzt mit irgendwelchen Leuten noch zu treffen und ist froh, wenn man auf der Couch liegt. Ja. Die positive innere Einstellung, ich meine damit jetzt nicht dieses klassisch positive Denken, an der Stelle gleich für Sie, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie ab und zu denken, da kommt eine Krise oder Sie haben jetzt schon wieder was Neues auf dem Tisch und Sie denken, schade. Und wenn Sie nicht gleich sagen können, juhu, eine Krise, ja, wieder eine Gelegenheit, um daran zu wachsen, das ist nämlich genau das, was einem Resilienz verspricht, dass man Krisen nicht nur meistert, sondern sogar auch noch daran wächst. Aber positive innere Einstellung meint eigentlich nur, irgendwann muss man mal dahin kommen. Ja? Aber man kann nicht von einem Menschen erwarten, dass er das jetzt sofort macht. Ist übrigens aus meiner Sicht auch der Nachteil an vielen dieser klassischen Ratgeber. Wer von Ihnen hat schon mal einen Ratgeber gelesen? Ja? Dachte ich mir. Wir Frauen, wir sind sowieso so drauf. Wir überlegen uns ja, wie wir uns verbessern können.
Also mir fällt auf, dass es bei Frauen doch ein bisschen häufiger ist als bei Männern. Männer sind ja dann manchmal auch so drauf, sagen, ich bin gut, ich bin fertig. Ja, so. Vielleicht hat jemand von Ihnen auch so einen Chef, ja, wo Sie so das Gefühl haben, naja, also wenn der mal einen Ratgeber lesen würde über Kommunikation oder über Motivation, dann wäre das super, aber leider tut das nicht. Aber zweite Frage, wer von Ihnen hat einen Ratgeber gelesen und konnte das hinterher umsetzen? Ist nicht so einfach, ne? Und ich behaupte, das liegt auch daran, dass die Ratgeber eines außer Acht lassen, was ganz entscheidend ist, dass wir Menschen sind und dass wir es nicht gut finden, wenn plötzlich eine Krise ins Haus steht. Ja? Gut, aber man kann das lernen, immer schneller dahin zu kommen. Stichwort Stau. Ich fahre sehr viel jedes Jahr, so ungefähr 80.000 Kilometer. Und ich kann, deswegen hatte ich viel Gelegenheit zu üben, mich nicht mehr aufzuregen im Stau. Aber ich erinnere mich noch sehr gut dran, wie ich früher immer da drin saß und mich aufgeregt habe und von innen der Geifer gegen die Frontscheibe gespratzt ist. Ja? Und wir Menschen neigen dazu, uns über das am meisten aufzuregen, was wir am wenigsten ändern können. Aber schön ist, dass wir die Gabe haben, so nach und nach uns das abzugewöhnen. Dass wir die Gabe haben, festzustellen, es bringt nichts. Ja? Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie in Ihrem Arbeitsumfeld das auch schon erlebt haben, oder? Das ist ein Beweis für Resilienz. Dass Sie, wenn Sie mal so gerade kurz mental zurückblicken, feststellen, ja, da gibt es schon so Sachen, da habe ich mich früher unheimlich dran aufgerieben, viel Energie verschwendet, aber heute juckt mich das gar nicht mehr. Ja? Und genau das macht Sinn, das zu trainieren. Dann die vier Bestandteile des Stammes. Selbstbewusstsein. Ich meine das im Wortsinne. Dass man überhaupt weiß, wo ist denn meine persönliche Belastungsgrenze? Was stresst mich persönlich denn? Was stresst Sie? Und Sie werden ja feststellen, dass Sie das eine oder andere Mal schon gedacht haben, naja, also, wenn ich jetzt so wie die Kollegin wäre, dann hätte ich hier ein Problem. Ja? Oder umgekehrt, dass Sie vielleicht auch schon mal gedacht haben, Mensch, wie die oder der das alles runterreißt, ist ja unglaublich, das schaffe ich nicht. Ja, und an der Stelle ist es ganz wichtig, dass man das von sich weiß und dass man sich das nicht, dass man nicht so stark in den Vergleich einsteigt. Ja, weil man muss wissen, worin bin ich denn gut und wie bastel ich mir das so, dass meine Stärken dann auch zur Geltung kommen. Einem Leitstern folgen. Der Edgar Itz sagte gerade, der hat also dieses eine Zitat genannt, im Täten, die Leute leid, die keinen Stern mehr hätten. So ist es auch gedacht. Ein Leitstern folgen ist das, was uns antreibt. Und man hat in der Resilienzforschung herausgefunden, dass es tatsächlich ein ganz entscheidender Faktor ist, ob man Sinn in dem sieht, was man tut, ob man dann noch ein Commitment dazu hat und wenn es nur das ist, ich tue das, um meine Kinder zu ernähren oder ich tue es, um mein Hobby zu finanzieren. Das ist alles erlaubt. Hauptsache, Sie wissen noch, wenn Sie morgens aufstehen, dafür stehe ich auf. Ja, wenn man das gar nicht mehr hat, wenn das verloren gegangen ist, und ich erlebe immer wieder Menschen, bei denen das verloren gegangen ist, dann ist es das ein Teil, ich sage immer mal, ein Pflasterstein zur Hölle. Und man weiß ja aus der Burnout-Forschung, es ist nicht die Menge der Arbeit, die uns krank macht. Das ist überhaupt nicht der Fakt, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Und wenn Sie, weiß ich nicht, eine 80-Stunden-Woche haben oder wie auch immer, das ist nicht der Punkt, der Sie krank macht. Aber wenn Sie bemerken, dass Sie keinen Sinn mehr daran sehen, in dem, was Sie tun, wenn Sie gar kein Commitment mehr auftreiben können, dann sollten Sie da nochmal in sich gehen und nochmal gucken, wie kann ich das ändern? Wie kann ich da wieder meinen Sinn darin finden, meinen Leitstern? Selbstliebe. Ja, noch vor wenigen Jahren, ich habe in erster Linie Führungskräfteentwicklung gemacht, deswegen bin ich auch auf die Zielgruppe der Assistentinnen gestoßen übrigens, weil ich festgestellt habe, so eine Führungskraft ist ja total lost ohne seine Assistentin. Ja? Und ich musste ganz oft Führungskräfte darin schulen, wie sie mit ihrer Assistentin umgehen. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, guter Mann, also wenn Sie jetzt Ihre Assistentin immer nur sagen, ich hätte jetzt gern das, das, das und das, bis dann und dann, und das war's, dann könnten Sie ein Problem bekommen. Es lohnt sich schon, auch in diese Beziehung in irgendeiner Form zu investieren. Ja? Gut, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Auf jeden Fall haben wir die Assistentin
dadurch ist die bei mir ins Blickfeld gerückt. Ist für mich auch immer wichtig, denn die Assistentin entscheidet darüber, ob ich überhaupt mit dem Chef sprechen darf. Ja? Selbstliebe, genau, das wollte ich sagen. Vor den rein männlichen Gruppen, vor einigen Jahren, war das noch so, dass alle unisono nach oben links in die Ecke geguckt haben, frei nach dem Motto, sie spricht von Liebe. Was hat das hier zu suchen? Aber ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Fall ist, Punkt ist, und das hat die Resilienzforschung auch herausgefunden. Und gerade wir Frauen neigen dazu, dieses, was die Psychologen Selbstwert nennen, dass der nicht so gut gepflegt ist. Na? Klassisches Beispiel, der Herr von Hirschhausen, der hat immer so dieses Bild, der sagt, naja, Männer sind da ganz cool, die stellen sich so vor den Spiegel, ja, da ist der Spiegel, die stehen frontal davor, sagen, passt schon. Nur Frauen neigen dazu, sich im Profil hinzustellen und dann sowas zu sagen wie, boah, mein Bauch steht mehr vor als die Brust. Ja? Und das ist nicht gut für das eigene Selbstwertgefühl. Und wenn das eigene Selbstwertgefühl nicht gut ist, dann hat das wirklich Auswirkungen darauf, wie wir das Thema Stress überhaupt bewerten. Ist ja verrückt. Egal, ja, gleiches Arbeitsaufkommen, gleiche Situation. Aber wenn wir uns nicht leiden können aus irgendeinem Grund, wenn wir nicht so richtig mit uns klarkommen, dann ist es genau das, was darüber entscheidet, ob wir daran eventuell sogar krank werden können. Ja? Also wichtig, auch mal sich selbst eine gute Freundin sein. Den inneren Dialog, weiß nicht, kennen Sie das, dass dann so eine zarte Stimme zu Ihnen spricht? Typisch wieder. Typisch. Ja? Das ist doch klar, dass du das nicht hingekriegt hast. Oder jemand anders hätte das vielleicht besser hinbekommen. Sowas wirklich bewusst zu stoppen und zu sagen, nö. Ja? Dafür kann ich aber das und das. Also etwas dagegen setzen, das hilft ungemein, hat man rausgefunden. Selbstsicherheit ist klar, dass das Ganze dann das noch krönt und damit zusammenhängt. Und die vier Blätter, Spielräume und Lösungen, naja, vielleicht haben Sie in Ihrem Umfeld auch jemand, wo Sie so das Gefühl haben, also man könnte ja auch mal auf das gucken, was geht. Und nicht immer nur auf das, was nicht geht, weil es nützt ja nichts. Ja? Das ist, hat man in der Resilienzforschung herausgefunden, dass das wirklich entscheidend ist, dass ich meinen Fokus ändere. Dass ich eben bewusst auf das schaue, wie könnte ich es machen? Was könnte gehen? Und nicht so sehr auf das, ach, das geht nicht, das ging noch nie, schon bei meiner Vorgängerin ging es nicht. Ein Beispiel, wer hat schon mal damit geliebäugelt, zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten oder arbeitet sogar Teilzeit? Ja? Und wer kennt dieses Phänomen, dass man erst mal denkt, das ist bestimmt nicht gut für meine Karriere oder für meinen Stand beim Chef, wenn ich danach frage, ob ich Teilzeit arbeiten kann? Ja? Das kann einem ja schon Gedanken machen, aber ja, dann erst mal gucken, das wäre möglich, so hätte ich auch wieder Spaß an meinem Job, so könnte ich mit dem ganzen Restleben das kombinieren und leichter ist das. Vitalität meint nicht nur Sport, täglich sein oder mehrfach am Tag sein Cortisol wegbringen, indem man sich irgendwie bewegt, sondern das meint auch so diese mentale Vitalität, dass man in der Lage ist, immer mal wieder zu gucken, okay, es kann sein, dass es schon immer so war, aber ich erweitere meinen Horizont, so wie Sie jetzt hier, und guck mal, was gibt es denn sonst noch an Möglichkeiten und bleibe da flexibel. Das hilft Ihnen, immer wieder diese Dellen sozusagen, die das Schicksal bei Ihnen hinterlässt, auch wieder loszuwerden. Souverän durchsetzen, tja, also in den 17 Jahren, wann immer ich zur Wahl gestellt habe in einem Seminar, sagen Sie mal, was würde Sie denn noch sehr interessieren? Und da habe ich immer gesagt bekommen, Frau Mehrlein, können Sie uns sagen, wie ich so Nein sagen kann, dass mein Gegenüber nicht sauer ist? Ich sage so ungern Nein. Kennen Sie das? Ja? Man fühlt sich so schlecht dabei, wenn man seinem Chef gar sagen muss, Entschuldigung, aber ich habe jetzt so viel schon auf dem Tisch, ich kann nicht noch mehr machen. Nein, das tue ich nicht. Ja? Und gleichzeitig ist das ja etwas, wenn es einem schwerfällt, sich abzugrenzen oder auch mal Nein zu sagen, das ist genau das, was immens viel Energie verschleudert. Und wenn Sie gerade mal so überlegen, es ist häufig tatsächlich nicht das Arbeitsaufkommen, sondern diese Parallelwelt,
die in unserem Kopf entsteht, all diese furchtbaren Szenarien, die entstehen könnten, ja, nur in unserer Vorstellung, wenn ich jetzt Nein sage, dann passiert was ganz Schlimmes, man kann mich nicht mehr leiden und so weiter. Ja? Also da plädiere ich auch dafür, so ein bisschen mehr Mut zu haben und sich klarzumachen, dass es ganz elegante Möglichkeiten gibt, sich abzugrenzen, ohne dass man sprechen muss. Ein winziges Beispiel an der Stelle. Kennen Sie Hochstatus-Tiefstatus-Signale? Hat er schon mal gehört? Ja? Das ist ja eine wunderbare Möglichkeit, ohne zu sprechen, jemandem anderen klarzumachen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Ein Beispiel. Wie schaut denn die Queen von England auf ihren Fotos? Guckt die so? Nee. Ja? Die guckt schon eher gerader Kopf. Und wozu neigen wir Frauen sehr, wann immer uns eigentlich etwas nicht passt, was machen wir trotzdem? Lächeln. Genau. Und Lächeln ist ein sehr starkes Tiefstatussignal. Das ist ein wichtiges Signal. Es baut Brücken, es sorgt für eine gute Atmosphäre, es ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass Sie es schaffen, das Lächeln einzustellen. Und dazu eine mini kleine Übung, dann wissen Sie sofort, wozu Sie eher neigen, zu Tief- oder zu Hochstatus. Kennen Sie noch dieses alte Spiel, wer zuerst lacht, hat verloren? Ja? Wenden Sie sich doch mal ganz kurz Ihrem Nachbar zu, schauen Sie dem in die Augen und wer zuerst lacht, hat verloren. Ja? Okay, das genügt schon. Meine Damen, kommen Sie zu mir zurück, das genügt schon. Ja? Ich finde es sehr erstaunlich. Ich kann Ihnen sagen, also das ist das Interessante bei Frauen. Wenn man Frauen sagt, wer zuerst lacht, hat verloren, das juckt die nicht. Ja? Weil sie nicht so wettbewerbsorientiert sind wie häufig ihre Chefs. Ich weiß nicht, ist es bei Ihnen, also wer von Ihnen hat eine weibliche Chefin? Ja, gut, ne? Aber die überwiegende Mehrzahl wird einen Mann haben. Und da ist es tatsächlich so, Sie werden auch schon mal erlebt haben, dass der Sie wirklich ganz straight angucken kann und eben nicht lächelt. Und dass man ganz schnell auch so ein leicht unangenehmes Gefühl dabei hat. Und das ist elegant. Der muss gar nicht sagen, hören Sie mal. Also, das gefällt mir nicht, wie Sie das machen. Oder irgendwie so. Der guckt Sie einfach nur mit geradem Kopf an und lächelt nicht. Schauen Sie sich das ab. Wenn Sie mal etwas nicht wollen, hören Sie, stellen Sie sofort das Lächeln ein und schauen Sie wie die Queen von England. Das macht einen Unterschied. Ja? Der letzte Punkt von den Elfen. Das Arbeitsumfeld gestalten. Und ich meine damit nicht Selbstmanagement. Warum nicht? Ich finde, es laufen viel zu viele Menschen am Arbeitsplatz herum und fühlen sich wie ein Versager, weil sie ihre tägliche To-Do-Liste nicht schaffen. Und die besuchen dann Zeitmanagement-Seminare. Und die besuchen Selbstmanagement-Seminare. Wer von Ihnen hat sowas schon mal besucht? Zeitmanagement? Ja? Selbstmanagement? Hat's geholfen? Nee, ja? Und ich habe in dem Buch zum Beispiel so eine Übung drin, die heißt Aufgabencheck. Und die mache ich häufiger mal im Coaching. Und dann wird dann mal also aufgelistet, was man alles tut. Und dann schaut man mal, wie viel Prozent meiner Zeit kostet das. Und dann macht man einen Strich drunter, rechnet das zusammen. Und bei manch einem sind das 420%. Das kann man doch nicht mit Selbstmanagement regeln. Ja? Da gehört Mut zur Lücke dazu und dass man sich sagt, okay, ich kann nur tun, was ich kann. Das ist mein Lieblingsmantra. Merken Sie sich das. Flüstern Sie sich das immer wieder leise ein. Ich kann nur tun, was ich kann. Zweiter Teil des Mantras ist, 80% sind genug. Maximal. Ha? Und ich bin mir ganz sicher, jeder von Ihnen, der noch Spaß bei der Arbeit hat, der hat genau dieses Mantra auch schon befolgt. Kann das sein? Ha? Perfektionismus ist auch ein Riesenpflasterstein zur Hölle und da neigen wir Frauen leider doch sehr dazu. Ja? Es muss schön sein, es muss genau sein, es muss perfekt sein. Und das stresst sie und ist im Sinne der Resilienz nicht sinnvoll. Okay, wissen Sie, wenn man das alles zusammenfasst,
dann könnte man sagen, es geht um ihre innere Haltung. Es geht um das, was sie aus der Situation macht. Ja, unabhängig werden von dem, was da außenrum passiert, weil das können sie eh nicht beeinflussen. Es wäre unrealistisch zu sagen, naja, ich muss nur mal mit meinem Chef reden, ich war jetzt auf einer Fortbildung, dann erkläre ich ihm mal, Chef, wie du das machst, das ist nicht in Ordnung, das müssen wir jetzt so und so machen. Funktioniert nicht, oder? Also, bleibt Ihnen nur übrig, das anders zu betrachten, und da geht es darum, stellen Sie sich vor, dieses rote Gekrickel, das ist eine Situation, vielleicht eine etwas unübersichtliche Situation. Etwas, was Sie in irgendeiner Form stresst. Ein Reiz, der auf Sie kommt. Und darauf gibt es üblicherweise direkt eine Reaktion. Und es wird ja immer wieder behauptet, ne, wie wir unsere Entscheidungen bewusst treffen, wir als Menschen, wir sind ja dazu in der Lage. Aber man hat das gut untersucht, dass es in Wirklichkeit immer schon unser kleiner Limbi im limbischen System für uns entschieden hat und wir es uns hinterher nur schön babbeln. Ja? Und es war gar nicht unsere Entscheidung, es war nicht unsere Wahl, wie wir uns jetzt verhalten haben. Ja? Und die Kunst ist zu entdecken, dass es da eine Lücke gibt zwischen Reiz und Reaktion. Und dann geht es noch darum, dass ich diese Lücke vergrößere. Das ist nämlich der einzige Spielraum, den wir haben, in dem wir Wahlfreiheit haben, in dem wir unser Verhalten irgendwie wählen können. Hört sich ja erstmal gut an, oder? Und sieht ja so aufgemalt auch total simpel aus. Aber haben Sie eine Idee, wie Sie das jetzt konkret machen? Eher nicht, oder? Ja, das ist das Einzige, worauf ich in meinen Recherchen gestoßen bin und in meinem Leben, wo ich sag's Ihnen ehrlich, ich habe italienische Vorfahren und man sagt ja, die sind so ein bisschen impulsiver, ne? Reden mit Händen und Füßen und sind immer schnell mal auf 180, bei mir stimmt's. Und ich habe Jahre meines Lebens darum gerungen, nicht immer gleich auszuflippen, wenn mir jemand dumm von der Seite kommt. Macht sich nicht gut, wenn man angestellt ist. Und ich war ja auch ein paar Jahre angestellt. Und da habe ich gedacht, das habe ich mal gelesen und dachte, super, das mache ich jetzt. Ja? Ich vergrößere einfach die Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist mir lange nicht gelungen. Und dann habe ich angefangen, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, dann sage ich Ihnen, vergrößern Sie einfach wirklich zum Beispiel den Zeitraum, in dem Sie auf eine E-Mail antworten, die bei Ihnen so einen Kragen auslöst. Ja? Kennen Sie das? Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gelernt, oder? Dass Sie vielleicht früher mal, bei mir war das so, da kam eine E-Mail und ich so, habe die Schnappatmung gekriegt, ha? Und habe sofort geantwortet. Sofort. Und ich kam mir ganz toll vor, dem habe ich es aber jetzt gegeben. Ha? Das war nicht sinnvoll. Und das war auch nicht meine freie Wahl. Das war mein Limbi, der da total ausgeflippt ist und gesagt hat, Gefahr, 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 du musst sofort draufhauen. Ha? So. Und ich habe mir angewöhnt, niemals eine E-Mail zu beantworten, solange ich noch innen drin diese Echauffiertheit bemerke. Ich warte, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, so lange zu warten, bis ich wieder runtergekommen bin. Ich weiß, Sie können das nicht immer, aber was Sie immer einbauen können, man darf immer mal zur Toilette müssen, oder? Egal, wie sehr es drängelt, dann geht man halt mal schnell zur Toilette und dann reagiert man erst, okay? Und man kann auch lernen, sozusagen mental mal um die Ecke zu gehen. Mir hat mal ein Coach gesagt, Frau Mellern, Sie wollen doch wohl nicht behaupten, wenn mein Vorstandsvorsitzender in einem halben Meter Entfernung vor mir steht, mich volles Rohr anföhnt, dass ich dann sagen soll, Entschuldigung, ich muss mal zur Toilette. Ja? Und dann habe ich ihm gesagt, da haben Sie recht. Aber Sie können mal mental kurz um die Ecke gehen. Und was da am meisten hilft, ist tatsächlich das Thema Achtsamkeit zu erlernen. Wer von Ihnen meditiert schon? Hat das schon mal so für sich entdeckt? Ja? Die Situation außenrum ändert sich nicht. Null. Aber Sie betrachten das anders. Und das ist oft entscheidend. Und nachdem ich mit meinen Experimenten, also die Lücke zwischen Reiz und Reaktion irgendwie zu vergrößern, nicht so richtig vorangekommen bin, habe ich dann gedacht, okay, ich gebe es mir jetzt ganz hart und habe so einen 10-Tage-Meditationskurs gemacht. Vipassana. Kennt das jemand, Vipassana? Vielleicht sogar schon mal jemand gemacht? Mhm. Das war schon heftig. Also ich bin ja mehr so ein Vielrednermodell und jetzt musste ich da 10 Tage schweigen.
10 Tage Schweigen, kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Buch, nicht schreiben, gar nichts. Und dann haben mich die Leute gefragt, ja, was hast du denn da gemacht, um Gottes Willen, den ganzen Tag? Dann hat einem meditiert. Morgens um 4 Uhr schlug der Gong, ich hasse 4 Uhr aufstehen. Dann sind wir alle in die Meditationshalle getapert, 100 Mann, also die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer, schön getrennt, damit wir uns gegenseitig nicht ablenken und so. Ne? Und da werden Sie feststellen, viele, die mit Meditation experimentieren, die geben schnell wieder auf, weil sie sagen, ei, das stimmt ja gar nicht, was die einem da versprechen. Ich denke, da wäre es ganz ruhig im Kopf. Das Gegenteil ist der Fall. Haben Sie das auch schon festgestellt? Wenn Sie da mal mit das ausprobieren oder die, die es schon kennen, die werden festgestellt haben, verdammt, da werden die Gedanken total laut, weil sie alle haben ungefähr 80.000 Gedanken pro Minute, die die ganze Zeit wie so ein Strom in ihrem Hirn hin und her wabern, ohne dass ihnen das ins Bewusstsein kommt. Und wenn Sie jetzt meditieren und sich nur auf Ihren Atem versuchen zu konzentrieren, machen Sie das mal auch nur eine Minute. Ja, da sagt dann eine Stimme in Ihnen, boah, ist mir langweilig. Oder in meinem Fall, da saß links nebendran eine Frau, die hat so eine Raschelhose angehabt. Und ich habe gedacht, du blöde Kuh, kannst du nicht mal eine gescheite Hose anziehen, damit ich mich hier konzentrieren kann? Ha? So? Und, aber das Tolle ist, da könnten wir ja sagen, naja, also das ist ja kein toller Effekt. Ich habe auch richtig gemerkt, man hat uns extra gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, haben Sie keine Angst, Sie wären ein Arsch, wenn Sie feststellen, wie negativ Ihre Gedanken werden. Das ist total normal. Und damit habe ich mich immer beruhigt. Und am 4. Tag wurde es langsam ruhiger in meinem Kopf. Und ich bin morgens dann um 5 Uhr aus der Meditationshalle raus und die Sonne ging gerade auf. Und ich schaue so rechts neben mir ins Gras. Und da waren so diese Tautropfen, die so glitzerten in der aufgehenden Sonne. Und ich dachte, mein Gott, ist das schön. Und ich habe Tränen in den Augen gehabt. Meine Tochter würde dazu immer sagen, Pipi in den Augen, sagt die immer. Vor lauter Beseeltheit wegen sowas Simplem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem normalen Leben, da ist immer so viel los, dass ich das eigentlich nicht so richtig registriere. Ja. Aber da fing ich das an, total zu registrieren. Und das hat mich nie mehr losgelassen. Und jetzt möchte ich Sie aber beruhigen, Sie müssen nicht stundenlang irgendwo sitzen auf dem Kissen mit gekreuzten Knien, Ihnen tut das Rücken weh und Sie denken, lieber Gott, ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Es gibt ein paar ganz knackige, einfache Übungen, die Sie absolut in Ihren Tagesablauf integrieren können, die Sie null zusätzliche Zeit kosten. Soll ich Ihnen da mal ein paar verraten? Okay, also eine würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen machen. Oder vielleicht zwei. Die erste ist super simpel. Wenn Sie merken, Sie stecken so ein bisschen fest, ja, Sie grübeln da um was und es geht Ihnen gerade nicht so gut und Sie fühlen sich gestresst und belastet, dann machen Sie einfach mal etwas, das heißt, und was ist jetzt? Und es geht einfach so, egal was Sie gerade tun, Sie heben den Kopf, gucken um sich, machen Sie das jetzt ruhig mal und Sie benennen mental einfach nur das, was Sie gerade sehen. Da fließt ein Fluss vorbei. Da drüben stehen grüne Bäume, da ist ein Berg. Also Dinge, die Sie wirklich ganz realistisch mit der Wahrnehmung feststellen können. Und das Interessante ist, die Hirnforscher haben festgestellt, unser Gehirn ist eigentlich ein bisschen doof. Das ist nämlich nicht in der Lage, gleichzeitig über irgendein Problem nachzudenken, wenn es auf etwas anderes gerade fokussiert. Das kann unser Gehirn nicht. Ja? Und dieses Was ist jetzt, hat schon was mit Achtsamkeitspraxis zu tun. Oder wie bei mir das mit dem Gras. Ja? Ich habe vor kurzem zum Beispiel, da war ich auch ein bisschen gestresst, muss ich zugeben, da bin ich ja jetzt auch nicht frei von. Da habe ich gedacht, so, jetzt machst du doch auch mal das, was du den Leuten immer erzählst. Und dann habe ich einfach einen Spaziergang gemacht, so ein bisschen einen bewussten Spaziergang und habe mal wieder Blumen gepflückt. Blumen gepflückt, das ist eine Achtsamkeitspraxis. Die meisten stellen sich vor, oh, das ist kompliziert und da muss ich ganz viel. Aber dieses ganz bewusst, ich mache einen schönen Strauß und ich gucke mal, was da zusammenpasst. Hat jemand das vor kurzem mal gemacht wieder? Ja? Irgendwie geht es immer so verloren, wenn wir gestresst sind. Da denken wir immer, für so Fetz habe ich keine Zeit. Aber es hat sich herausgestellt, dass wenn Sie solchen Dingen Raum geben, dass Sie dann insgesamt doch wieder mehr schaffen. Ja?
Und eine Übung würde ich gerne kurz mit Ihnen machen. Ich nenne die Aufzugfahren. Und die können Sie überall machen. Wenn Sie mögen, schließen Sie mal ganz kurz die Augen. Sie können auch den Blick so ein bisschen leer, einen halben Meter vor sich fallen lassen. Und dann spüren Sie erstmal nur in Ihre Fußsohlen rein. Sie registrieren einfach nur, aha, da meine Füße. Sie wollen nichts ändern oder so. Sie beobachten nur, wie ist so der Druck von den Fußsohlen zum Boden oder auch von Ihren Füßen im Schuh. Das ist die erste Station. Da sind Sie im Erdgeschoss eingestiegen. Und dann wandern Sie mit der Aufmerksamkeit eine Station weiter nach oben, nämlich zu diesem Punkt knapp unter Ihrem Bauchnabel, den orten Sie für sich selbst als Ihre Mitte. Manch einer nennt das auch Hara oder etwas in der Art, einfach Ihre Mitte. Sie sagen kurz, hallo Mitte. Sie registrieren nur kurz, ja, da ist so ein Punkt, das ist mein Punkt. Und dann fahren Sie eine weitere Station mit dem Aufzug nach oben und das ist Ihre Nase. Und Sie registrieren jetzt einfach nur mal, wie der Atemstrom, wo Sie den fühlen. Fühlen Sie den schon, bevor die in die Nasenlöcher reingeht? Wie weit können Sie ihn verfolgen innerhalb der Nasenlöcher? Vielleicht nur ganz am Anfang, vielleicht bis in den Rachenraum hinein. Ganz egal, Sie machen gar nichts, Sie registrieren nur, so ist es bei mir. Und Sie können auch mal kurz überprüfen, ob Sie eher durchs linke Nasenloch atmen oder eher durchs rechte. Ist es anders beim Einatmen als beim Ausatmen, was Ihr Körper da wählt, ob er die linke oder die rechte Öffnung wählt? Ist es gleichmäßig? Das ist die dritte Station. Und die vierte und letzte Station ist so ein Punkt an Ihrem Hinterkopf, der, wenn dort ein Faden aufgehängt wäre, Sie so ganz lotrecht und stolz aufrichten würde. Das ist die vierte und letzte Station. Und dann wandern Sie ganz langsam wieder nach unten. Jetzt kommt wieder die Nase. Sie spüren noch mal kurz rein. Wo fühlen Sie Ihren Atem? Dann Ihre Mitte. Und wieder die Fußsohlen. Und bevor Sie jetzt ein Nickerchen machen, was, ich gebe es zu, sehr entspannend wäre, kommen Sie gerne wieder zu mir. Willkommen zurück. Wie ging es Ihnen damit? Mal kurz zurufen. Oh, tut irgendwie gut. Und das war jetzt so schnell, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde mal sagen, es war nicht länger als 50 Sekunden oder sowas. Und das ist zum Beispiel etwas, was Sie überall machen können. Und als Tipp, am Anfang, wissen Sie, am Anfang habe ich gedacht, boah, immer dieses mit geschlossenen Augen sitzen, das kann ich gar nicht. Wenn man da noch gar keine Erfahrung mit hat, macht das aber Sinn, dass man so ein bisschen die Außenreize abschirmt, damit man erst mal reinkommt. Und dann ist aber natürlich eigentlich das Ziel, dass Sie es in Ihren normalen Arbeitsalltag integrieren können. Das heißt, dass Sie das tun können, versuchen Sie mal Aufzug zu fahren, während Sie mit jemandem sprechen, beziehungsweise während jemand mit Ihnen spricht. Als Tipp, versuchen Sie es erstmal vielleicht nur mit einer Station. Experimentieren Sie mal damit, wie fällt es mir am leichtesten. Zum Beispiel, während ich jetzt gerade hier zu Ihnen spreche, fokussiere ich gerade gleichzeitig auf meine Fußsohlen. Das kann man auch im Gehen machen, natürlich. Und da gilt es wie bei allen Dingen, Übung macht den Meister. Ja? Also das ist zum Beispiel, was kostet Sie null Zeit, auch dieses, was ist jetzt auch. Bei den drei Übungen wollen wir mal belassen, morgen können wir gerne noch ein paar mehr machen. Und jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, ich habe schon genug Stress. Jetzt soll ich noch Achtsamkeitspraxis einbauen, jetzt soll ich mich noch mit Resilienz beschäftigen, da habe ich ja noch mehr Stress. Aber wenn Sie es nicht tun, dann kann es Ihnen ein bisschen so gehen wie in diesem kleinen Film, der jetzt folgt. Tja, was hat das mit Ihnen zu tun? Also man hat herausgefunden, dass es das Typische an dem Stressphänomen ist, eigentlich total paradox, dass wenn wir Stress haben, dass wir noch mehr rennen. Und noch mehr Action machen, ja? Und dass wir uns so ein bisschen wie so ein Gaul vor der Kutsche Scheuklappen aufziehen und sagen, ich ziehe jetzt den Karren durch den Dreck, komme, was da wolle.
Und dabei kriegen wir gar nicht mit, dass wir so ganz wild im Aktionismus verloren sind und voll gegen den Baum rennen, freiwillig, und uns selbst den Löwen zum Fraß vorwerfen. Und wir denken, wir hätten alles gut gemacht. Was können Sie sonst noch tun? Embodiment. Wem sagt das Stichwort Embodiment was? Ja, gibt doch ein paar. Hilfe, ich kratze mich hier immer so mal. Also, Embodiment ist eine ganz pfiffige Sache. Und zwar hat das was mit dem Pferdeflüsterer zu tun. Wir hatten es ja heute schon mal mit Pferden. Ich weiß, nicht alle Frauen sind Pferdefans, ich schon. Aber das macht was ganz deutlich. Wer hat den Film gesehen, Pferdeflüsterer? Ja, doch eine ganze Menge. Und da gibt es so eine Szene, wo dieses traumatisierte Pferd nach dem Unfall jetzt beim Pferdetherapeuten ist, beim Pferdeflüsterer, und therapiert werden soll. Und da sieht man, wie der steht in der Mitte und dieses Pferd rennt in so einem eingekreisten Areal, immer so hektisch im Kreis und schreit und will offensichtlich da raus. Und schließlich schnappt sich der Cowboy sein Lasso, fängt ein Hinterbein ein, reißt dieses Pferd um, stützt sich mit beiden Knien dem auf den Hals drauf und lässt es nicht wieder hoch. Und das Pferd strampelt total wild und auf einmal, oh Erstaunen, dieses Pferd liegt total still. Und dann steht der Pferdeflüsterer auf, macht sich mal kurz die Knie sauber und das Pferd bleibt absolut entspannt liegen, obwohl es nicht mehr festgehalten wird. Was ist da passiert? Das ist Embodiment und das ist das, was ich meine mit, dass unser Gehirn ein bisschen doof ist. Denn in der freien Natur würde sich ein Pferd nur dann so ganz flach hinlegen, das sind ja Fluchttiere, haben wir heute schon mal gehört, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Denn die wollen ihre Laufwerkzeuge immer am Start haben, damit sie schnell weg können. Ja? Und wenn jetzt also dieses Pferd mit Gewalt hingelegt wird und eine Minute gehalten wird, nur eine Minute, dann schaltet das Gehirn um und sagt, Moment mal, herrschen liegt, muss entspannt sein und haut die entsprechenden Botenstoffe raus. Und jetzt überlegen Sie sich mal, was das für Sie bedeutet. Also für mich hat es beispielsweise bedeutet, ich habe mir immer Sorgen gemacht, dieses vor Publikum stehen, gibt es ja so eine Untersuchung, dass mehr Menschen Angst vorm Stehen vor einer Gruppe haben als vor dem Tod. Und bei mir war es auch echt so. Ja? Und ich habe dann mit solchen Embodiment-Techniken gearbeitet. Ich habe meinen Körper gezwungen, in die Haltung einer selbstbewussten Person sich hinzustellen. So wie ich jetzt gerade stehe. Ne? Also möglichst symmetrisch, möglichst aufrecht. Man hat herausgefunden in der Forschung, dass es vor allen Dingen auf den Tonus im Oberkörper, auf die Muskelspannung im Oberkörper ankommt. Und dass ich meinen Kopf gerade halte und dass ich schön weiteratme und so weiter. Und dann denkt mein Gehirn, Frauchen ist cool. Und haut die Botenstoffe raus. Und Sie müssen das nur eine Minute durchhalten. Und es gibt auch eine ganz tolle Untersuchung, es wird ja in der Psychologie alles immer sehr aufwendig mit sogenannten Cover Stories gemacht. Das heißt, die Leute, die untersucht werden, die dürfen gar nicht wissen, worum es geht. Und in dem Fall hat man da einer Gruppe von Studenten gesagt, pass mal auf, es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit den Gliedmaßen, die haben vielleicht keine Arme. Wir wollen mal wissen, was man mit dem Kugelschreiber machen kann, ohne Arme. Und hat der einen Gruppe gesagt, bitte nehmt den Kugelschreiber so in den Mund, dass nur die Lippen Kontakt haben, also so. Und der anderen Gruppe hat man gesagt, bitte nehmt den Kugelschreiber so in den Mund, dass nur die Zähne Kontakt haben, also so. An was erinnert das ganz entfernt? Sieht ein bisschen bescheuert aus, ich gebe es zu, aber an was erinnert das ganz entfernt? An der Gesichtsmimik, die wir sonst so haben? Lächeln. Ganz genau. Und die wussten noch nicht einmal, dass es jetzt um Lächeln geht. Die dachten, sie halten einen Kugelschreiber. Und schon diese ganz vage Andeutung hat das Gehirn interpretiert in Frauchen ist gut drauf und haut die entsprechenden Botenstoffe raus. Probieren Sie es mal. Also, ne, Sie können sich vorstellen, wenn ich vor so einer Gruppe stehe und mir ist aber gerade was Doofes passiert und ich bin eigentlich schlecht gelaunt, da muss ich doch irgendwie meinen Zustand managen können. Das will ich Ihnen doch nicht zumuten, dass ich jetzt hier mit so einem Gesicht stehe. Ja? Also habe ich mir so Techniken, habe ich mich viel mit beschäftigt und das funktioniert.
ich stehe dann immer ganz gerne mal vor so einer Geschichte, gehe ich mal schnell zur Toilette, weil da kann man das ja auch machen. Power-Poses gehören im Grunde dazu. Power-Poses hat man rausgefunden, wenn Sie eine Minute lang eine Power-Pose machen, also alles das, was Richtung Sieg gilt, ja, also sowas, alles, wo die Arme oberhalb der Schultern sind, und wenn Sie das eine Minute lang machen, dann sinkt das Cortisol, das Stresshormon, und das Testosteron steigt. Die Männer finden das immer ganz besonders toll, aber das hat auch für uns Auswirkungen. Das drückt den Stress runter. Warum? Weil in der Evolution uns das befähigt, wieder frische Kraft zu tanken, um bereit zu sein für einen Kampf. Und warum sollten Sie nicht mal so tun, als wären Sie gerade in Siegerlaune und mal irgendwo, wo Sie niemand sieht, mal so machen? Ja? Mal eine Minute. Und ich empfehle dazu eben immer die Toilette als Trainingsraum. Warum nutzlos auf der Schüssel sitzen? Ja? Ha? Warum nicht mal so auf der Schüssel sitzen? Das ist doch großartig. Und Sie können sich sicher sein, dass das wirklich einen Effekt hat. Nur eine Minute. Und ich bin bei uns daheim, also ich komme auch aus dem Hessischen, wie man hört, wie der Edgar, bin ich da schon bekannt für. Die Leute gucken zwar ein bisschen komisch, aber mir ist es egal. Ich gehe immer mit meinen Hunden Gassi oder mit meinem Pferd und ich mache dann immer mal so. Ha? Und früher war mir das noch so peinlich, dann habe ich immer so getan, ach schau mal, da ist ein Baum, da hängen die Zweige so runter, dann habe ich immer so getan, als ob ich die Zweige untersuchen würde, ja? Damit es nicht so bescheuert aussieht. Und vor so einem Seminar sitze ich jetzt auch nicht hier auf meinem Sessel und mache so, da hätten sie es auch schon komisch gefunden, aber ich gehe dann nochmal schnell vorher zur Toilette, weil das kann man ja fast immer. Und da bringe ich mich dann in Schwung und das können Sie gerne mal ausprobieren, das funktioniert hervorragend. Drei Tipps. Ich merke schon, das gefällt Ihnen mit der Toilette als Trainingsraum. Vergessen Sie es nicht. Das kostet Sie null extra Zeit. Ja? Ich habe nämlich in den meisten Coachings, ich habe mir jahrelang das Gehirn zerfrungen, wie bringe ich denn die Leute dazu, dass sie auch wirklich was tun? Die haben alle immer gesagt, ja, Frau Mehrlein, das ist ja schön, aber wissen Sie, in der Praxis, da haben wir doch gar keine Zeit für so etwas. Dann habe ich denn die Toilette als Trainingsraum entwickelt und seitdem, tut mir leid, dieses Argument gilt nicht mehr. Ja? Drei Tipps. Erstens, machen Sie sich klar, dass Sie okay sind, so wie Sie sind. Das ist nochmal dieses Thema Selbstwert. Und ich weiß, es ist manchmal in manchen Situationen schwerer, als einem das lieb ist. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir das häufig nicht gewöhnt sind, dass wir uns mal ganz gut wie einem kranken Pferd zusprechen und sagen, weißt du, Schätzchen, also eigentlich bist du doch genial. Ja? Oder? Das sagen wir irgendwie nicht zu uns. Wir listen immer nur auf, was alles nicht so gut gelaufen ist. Und da gibt es eine ganz tolle Technik, die drei guten Dinge des Tages oder die drei Erfolgsdinge des Tages. Am besten wirkt es, wenn Sie es tatsächlich aufschreiben, so eine Art Glückstagebuch oder Erfolgstagebuch führen. Aber wenn Sie dazu keine Lust haben, es reicht auch, dass wenn Sie abends zu Bett gehen, kostet wieder keine extra Zeit, vor dem Einschlafen sich kurz überlegen, was war heute gut? Was habe ich heute gut gemacht? Und das darf auch, wenn Ihnen am Anfang nichts einfallen sollte, was ich nicht glaube, darf das was winzig Kleines sein. Das Verrückte ist, im Gehirn graben sich dadurch wie so Loipen beim Ski. Je öfter Sie über sowas Positives nachdenken, umso mehr potenziert Ihr Gehirn die Fähigkeit, da fallen Ihnen von Tag zu Tag tollere Sachen ein, obwohl Sie gar nicht viel anders gemacht haben. Ja? Und das hilft. Zweiter Tipp, wechseln Sie die Perspektive. Damit meine ich, für uns Menschen ist es wirklich typisch und es ist evolutionär früher auch mal sinnvoll gewesen, dass wir schauen, zum Beispiel, wenn wir, ein Kollege von mir, der hat so ein Projekt in 7 Jahren alle 7000er dieser Erde oder 7000er dieser Erde zu besteigen. Und natürlich hat er doch was im Kopf. Der guckt auf das, okay, den habe ich abgehakt. Und jetzt? Nach was guckt er jetzt? Auf all die, die er noch nicht geschafft hat. Ist das motivierend? Gibt einem das Kraft? Nee.
Es ist viel besser zu sagen, ich schaue von meiner Perspektive, fokussiere ich auf das, was ich schon geschafft habe und nicht auf das, was ich noch vor mir habe oder was mir alles noch nicht gelingt. Ganz entscheidend. Und das Dritte, ich nenne diesen Punkt Erfüllung. Ich habe sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Assistentinnen festgestellt, dass wir Menschen irgendwie dazu neigen, gerade wenn wir an unserer Karriere basteln, dass wir alles aufgeben, was uns jemals Spaß gemacht hat. Ich habe beispielsweise jahrelang auf ein Pferd verzichtet, weil ich gedacht habe, bist du bescheuert, du bist so viel unterwegs, du hast keine Zeit, es kostet nur Geld, das bringt doch nichts. Bis ich eines Tages festgestellt habe, da war der Tag so weit, wo ich dachte, und wozu jetzt das Ganze? Ja, ich bin ständig unterwegs. Ich habe dann für mich analysiert, das ist eigentlich meine persönliche Kraftquelle. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie etwas haben, wenn Sie diese Gnade haben, dass Sie zu denen gehören, die etwas haben, etwas kennen, was Sie so beseelt, was Sie so in Flow versetzt, dass egal ist, was außen rum ist und das lädt Ihre Akkus auf, geben Sie das nicht auf. Ich habe mir wieder ein Pferd gekauft, egal wie unvernünftig das ist. Scheuen Sie keine Kosten, keine Zeit, aber behalten Sie sich so etwas. Es gibt genügend Leute, die haben sowas gar nicht. Und lassen Sie sich bitte nicht von Ihrem Umfeld irre machen, die dann sagen, du, also weißt du, so ein bisschen unvernünftig ist das ja schon. Ha? Und ich habe Ihnen, ich komme jetzt so zum Schluss, ich weiß gar nicht, ob sie mir schon mal das Zeichen gezeigt hat, okay. Ich habe das für die Workshop-Leute und ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen überzählig das als Aufkleber mitgebracht, damit man sich das merken kann. Ich meine, klar, Sie wissen das alles, aber das geht halt im Alltagstrubel immer mal wieder verloren. Du kannst die Wellen nicht stoppen, du kannst aber lernen, sie zu reiten. Und das heißt auch, Resilienz hilft Ihnen im Arbeitsalltag. Sie können das trainieren, bedeutet aber nicht, dass Sie jetzt nie mehr irgendeinen Stress hätten. Es bedeutet nur, dass Sie besser damit umgehen können und das ist schon eine ganze Menge. Und ups, oh, zum Abschluss. Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch sagen, ja, geben Sie Gas. Wenn irgendwas dabei war, eine Kleinigkeit, wo Sie sagen, ach, das könnte ich doch mal probieren, schreiben Sie sich's auf und fangen Sie an. Vielleicht kennen Sie diese 72-Stunden-Regel, na, was man nicht innerhalb von 3 Tagen wenigstens den ersten Schritt dahin getan hat. Das tun Sie nie und das Leben ist so kurz, wie uns der abschließende kleine Film zeigt. Das Leben ist kurz. Na? Und deswegen gönnen Sie sich das, was Ihnen Spaß macht, nutzen Sie das als Möglichkeit, Ihren Akku wieder aufzuladen und möge Bamboo mit Ihnen sein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft für das, was Sie täglich zu bewältigen haben und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Dankeschön.